Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Wildflowers. Wir rennen gerade noch ein bisschen in der Gegend rum und wollten eigentlich am liebsten hier unsere Axt endlich aufwerten lassen, aber mir fehlt das entsprechende Kleingeld. Mal wieder. Und wir müssen noch mit Gibba wollten wir reden, wegen der Regengeschichte. Also wir hatten ja den Regen beschworen und sollen nochmal mit ein paar Leuten darüber reden, über das Regenwetter und die Hitze und Dürre und keine Ahnung was. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier unterwegs. Wir müssen noch mal ein paar Sachen... Ach, das ist ein Eichhörnchen. Ich dachte, da liegt eine Nuss. Und denke eben, warum kann ich die denn nicht einsammeln? Aber ja, gut, alles in Ordnung. Aber wir haben auch gar keine Energie mehr. Das ist auch in Ordnung. Da, sowas hatte ich gedacht, wär's. Aber da ja, Gibba, wir gehen erstmal hoch zu Gibba, weil ich immer Angst habe, die Leute sind dann weg oder so. Gehen wir erstmal hoch, wir können auf dem Rückweg ja nochmal hier uns ein bisschen mehr umgucken. Ich habe ja immerhin auf entspannt gestellt. Ja, weil die hatte ja die Messdaten gehabt. Also denke ich mal, werde ich mit ihr auch darüber reden können. Oh, immer hereinspaziert, Tara. Lust auf einen Muffin? Ich habe etwas zu feiern. Oh, das klingt gut. Ich habe gerade meine erste Sequenz barometrischer Ablesungen fertig analysiert. Sie lassen darauf schließen, dass es auf dieser Insel eine Art Druckbarriere gibt. Hier geht in der Tat etwas Kurioses vor sich. Sag mal, ist dir in Bezug aufs Wetter seit deiner Ankunft irgendwas verdächtig vorgekommen? Ja, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Das Wetter ist überall seltsam, würde ich auch sagen. Mir ist nichts aufgefallen. Ich würde sagen mal, das Wetter ist doch überall seltsam, oder? Heutzutage ist doch das Wetter nur noch seltsam. Ja schon, aber die globale Erwärmung sorgt überall für seltsame Wetterphänomene, oder? Nicht so seltsam. So etwas wie dieses Muster ist mir vorher noch nie untergekommen. Ich muss dem auf den Grund gehen. Wofür sonst soll die Graduiertenschule gut gewesen sein? Manchmal war ich sicher, dass ich es nicht schaffen würde. Aber jetzt bin ich hier, in meinem eigenen Wetterobservatorium. Ach, ich rede ohne Punkt und Komma. Du bist sehr nett, Tara. Komm mich jederzeit wieder besuchen. Aha, ui, wir haben gerade mal ein Herzchen. Hurra, wir sind neue Bekannte. Fein. Was willst du denn da haben? Du hast da irgendwas Blätteriges. Brauchst auch Papier. Eine Frage zur Unterzugezogenen. Fasziniert dich die Geschichte von Haven auch? Ich kann wieder nicht lesen. Also, fasziniert dich die Geschichte von Fairhaven auch so? Oder ist das nur bei mir so? Nö. Ich liebe die Geschichte von Fairhaven. Ja, tut sie. Fairhaven mag zwar klein sein, aber ebenso vielschichtig. Ganz meiner Meinung. So viele Leute aus aller Welt sind auf die Insel gekommen. Du bist ziemlich tief in die Minen vorgedrungen, stimmt's? Dieser Ort übt eine besondere Faszination auf mich aus. Früher befand sich dort unten ein blühender Bergbaubetrieb, aber vor nicht allzu langer Zeit kam er plötzlich zum Stillstand. Wenn du in den Minen auf etwas stößt, das die Geschichte des Ortes erklärt, sagst du es mir dann? Das ist zwar etwas vage, aber ja, klar. Der Stein ist mein Suche auf den unteren Ebenen der Mine nach Artefakten und bringe sie Gibba. Okay. Interessant. Na dann. Tschüss, meine Süße. Ich muss jetzt wieder zurück. Warte mal, nee, ich gehe oben lang. Macht Sinn. Und gehe dann unten nochmal genauer gucken. Ja, ja, ja. Also, wir haben hier so viel zu tun und zu sehen. Ach, Mann, das ist so schön, dieses Spiel. Das ist einfach nur göttlich. Aha. Ich sag ja, ich habe meine absoluten Spielchen momentan. Das ist einfach nur schön. Macht so einen Spaß. So, ich kann gerade nichts ausbuddeln. Oder ich esse was. Naja, nee. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Alles, was man aufsammeln kann, kriege ich ja trotzdem. Lass uns mal die Energie weg. Können ja morgen wieder vorbeikommen. Ist aber nichts zum Aufsammeln da.
Hallo Eichhörnchen, dich trampel ich heute noch tot. Okay, ich habe nichts verpasst. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen Papier. Der Stein ist mein, verdürrt zugenickt. Es fehlen noch zwei. Wir waren noch nicht am Strand. Mhm. Gehen wir mal an den Strand. Da wollte ich sowieso mal hin. Eigentlich müsste ich dringend auch mal wieder angeln gehen. Das ist fürchterlich. Da kann man das Spiel schon auf entspannt stellen, ja, und sich für alles wirklich Zeit nehmen und hat trotzdem keine Zeit. Kennt ihr das? Also, man hat immer noch das Gefühl, es reicht immer noch nicht. Also, man könnte noch 5 Stunden länger machen und 5, was weiß ich, keine Ahnung hier. Das ist verrückt. Total verrückt. Thomas, bist du da? Nö. Kein Thomas da, aber seine Pflanzen sehen gut aus. Ah, Marty ist da. Das ist gut. Dann kann ich schon mal ein bisschen Dings kaufen. Er hat auch wieder was zu sagen. Das ist sehr interessant. Genau, dann muss ich ja mal mit dir reden. Wie geht's deinen Tieren jetzt, Marty? Ah, schon viel besser. Ich konnte ihre Tröge und ein paar Fässer zur Reserve auffüllen. Ich habe die Schafe geschoren, um mich vor der Hitze zu schützen. Und jetzt weiß ich, wie es ist, von einem Schaf ins Gesicht getreten zu werden. Ja, hast du selber Schuld. Aber hoffentlich ist der Herbst bald da. Für mein restliches Vieh ist es immer noch zu heiß. Ja, das stimmt. Sebastian scheint auf seinem Skateboard immer einen Riesenspaß zu haben. Da bekomme ich fast Lust, meine alten Rollschuhe und die passenden Hotpants rauszukramen. Also für den Typ hätte ich ihn jetzt nicht gehalten, ganz ehrlich. Aber ich kann es verstehen. Ich habe manchmal auch so Anwandlungen. Rollschuhzeit, ach Gott, ey, das waren noch Zeiten. So, lass mal gucken. Hühnerfutter, genau. Wir wollen Hühnerfutter kaufen. Kaufen wir mal wieder so 20, das sollte genügen. Für eine längere Weile, da ich ja nur einen Huhn habe, ist das alles nicht so wild. Aber dann gehe ich wenigstens sicher, dass das arme Huhn nicht demnächst verhungert, weil ich zu blöd bin, Futter zu besorgen. Hi, Sophia. Stehst ja schon wieder hier. Ich bin immer noch nicht bereit, erneut zu daten. Ich lebe einfach direkt durch dich mit, okay? Hast du dich schon mit jemanden verguckt? Ja. Sogar vielleicht in zwei. Ich bin noch am Überlegen. Man kann ja auch mehrere Leute nett finden, ne? Ah, da ist er doch. Wusste ich doch. Ja, hallo. Wie geht's mit deinen Pflanzen jetzt, Thomas? Diese Regenphase hat geholfen. Aber wenn es jetzt noch mehr regnet, könnte mein Mutterboden fortgeschwemmt werden. Ist der Boden zu lange trocken, kann er nicht plötzlich so viel Wasser aufnehmen. Ja, das kennt man. Dann hat man die Überschwemmungen. Genau. Es wäre besser, wenn die Erntesaison bald beginnen würde. Es wird ganz schön schlimm. Ich sollte dem Hexenzirkel so schnell wie möglich helfen, die Jahreszeit zu ändern. Ja, lass dir noch ein bisschen Zeit. Also, wir wollen unsere Ernte noch einholen, okay? So, noch irgendwas zu tun? Ja, also bereit machen, die Jahreszeit zu ändern. Da müssen wir in die Mine. Da brauchen wir Papier. Wir haben jetzt... Wir könnten ja mal wieder ein bisschen angeln, oder? Ach, da, zum Angeln brauche ich ja hier auch... Moment. Momentchen, ich weiß, zum Angeln brauchen wir hier auch irgendwie ein bisschen Energie. So eine Limo reicht doch bestimmt, um ein bisschen angeln zu können. Guck. Nee. So. Dann können wir noch mehr Fischstäbchen machen. Das ist wichtig. Na ja, komm, nehme ich dich. Ein Tintenfisch oder was bist du? Schrimp, sehr gut. Damit kann ich Fischstäbchen machen. Sehr schön. Gut, gut, gut. Dann laufen wir mal ein bisschen rum, angeln dabei noch ein bisschen und ja. Da ist nichts zum Angeln. Sophia, gehst du wieder zurück? Oh, guck mal hier. Ah, da war Kai. Ah, guck mal. Auch was zum Angeln. Alle hopp.
ich hätte ja mal als Katze spazieren gehen können. Das wollte ich doch eh mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mal gucken. Da ist irgendwie ein großer Fisch, den hätte ich jetzt gerne. Oh, oder? Nee, ich will den Fisch. Oder? Weiß an. Ach, jetzt kommt die Flasche. Na, dann komm halt her. Nehmen wir die Flaschenpost. Auch gut. Kein Fisch, aber ein Rezept. Über... Ui, Glühwein. Wow, im Sommer finden wir das Rezept für Glühwein. Wir werden schon mal auf Weihnachten vorbereitet. ja gut, ich lasse das jetzt hier mal. Ich werde mal... was kann ich mit dir eigentlich mal machen hier? Sarah, hast du Shelby den Namen meiner Schwester verraten? Ganz sicher nicht. Ich glaube nicht, dass du mir überhaupt erzählt hast, wie sie heißt. Aber als ich gestern durch den Wald spazierte, sagte er mir, dass sich Nancy bald bei mir meldet. Und dann hat sie mir heute Morgen geschrieben. Zum ersten Mal seit ungefähr einem Jahr. Naja, Shelby hat seine Ohren überall. Vielleicht hat er dich und Angus reden gehört. Klar. Okay, so wird's wohl gewesen sein. Ja, ja. Genau so wird das gewesen sein. Ist da was? Ich gehe jetzt mal gucken. Amira, mit dir habe ich heute noch gar nicht gequatscht. Ich habe mit dir schon länger nicht mehr gequatscht. Cameron ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, was er machen soll, wenn er immer wieder Stimmen im Zentrum für Bewusstsein hört. Oh. Aber ich musste ihm sagen, dass ich dafür nicht die richtige Ärztin bin. Nee, zumal, das war ja... Das hatte ja ganz andere Gründe. Aber das darf man natürlich auch nicht erzählen, die Gründe, weswegen da plötzlich Stimmen waren. Hi, Kai. Oh, jetzt hängst du da hinter dem Pfosten. Dr. Syed hat's drauf, Mann. Hat mir die Schulter gerichtet und meinen Knöchel und mein Handgelenk. Warst du im Potion Permit unterwegs? Hab ich mir natürlich nicht alles auf einmal verletzt. Okay. Wobei, da wird so öfter behandelt. Alles auf einmal, weißt du? Manchmal drei Sachen gleichzeitig. Gut, ich wollte, ja, aber ich habe gar nichts. Warum laufe ich denn jetzt Richtung Wald? Ich weiß es gar nicht so genau, was ich da will. Eigentlich dachte ich, ich möchte nach Hause und mich mal in eine Katze verwandeln. Gut, ich gehe trotzdem erst nochmal in den Wald. Also irgendwie, habe ich da was im Kopf, aber ja, weiß auch nicht. Seid nicht so streng mit mir. Ich bin ein bisschen verwirrt. Zu viel Feiertage. Ja, wir gucken mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas zu vergessen, aber es steht auch nichts drin. Boah, guck mal, ist voll früh. Ist ja noch gar keiner da. Was ist denn das hier? Mann. Hallo. Habe ich mit dir schon geredet? Linas Kinder haben mir letztens etwas von ihrem Stand mitgebracht. Da wurde mir ganz warm um mein altes Herz. Oh ja, das glaube ich. Apropos mit den Geschenken. Ich muss mich auch mal wirklich mehr mit den Geschenken auseinandersetzen. Wer was mag und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es ist hier so viel noch zu tun. Das ist einfach nur der Hammer. So, ich laufe hier mal noch ein bisschen rum. Ist sonst nichts, ne? Da bist du weg. Du siehst mich ja nicht, ne? Ich laufe hier eh in die falsche Richtung. Mal gucken. Jetzt haben wir 6:30. Kommt jetzt wer? Ist jetzt jemand da oder bin ich immer noch viel zu früh? Ich glaube, ich bin immer noch viel zu früh. Okay. Ja, dann warten wir mal kurz. Ich muss mal einen Blick auf meine Uhr werfen, weil das ja auch die letzte Aufnahme jetzt ist. Das macht dann auch keinen Sinn. Wisst ihr was? Dann gehen wir heute mal früh ins Bett. Ah! Shelby ist jetzt hier. Okay, aber der hat ja nichts zum Sagen gerade. Oder?
Hast du noch irgendwas zum Sagen? Was sagen die Sterne heute, Wahrsager? Sie würden es dir selber sagen, wenn du zuhören würdest. Jawohl. Okay. Aha, da kommt Lina. Die hat auch nichts Neues zu berichten. Die wartet nur drauf, dass wir mit dem Ding fertig werden. Ah, gut. Damon hat auch nichts zum Erzählen. Gut, also habe ich doch nichts vergessen. Okay, alles klar. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir gehen nochmal eine Runde angeln. Gehen dann früh heute ins Bett. Ich verwandle mich dann jetzt auch nicht in meine Katze, weil das würde nichts bringen. Für ein paar Minuten. Das wäre dann auch zu blöd. Ja. War hier nicht ein Angelspot? Doch, da. Dachte eben schon, ich habe den Angelspot vergessen hier. Übersehen. So. Könnte mal ein größerer Fisch anbeißen, bitte? Jawohl, danke. Ich brauche mehr Fisch. Fisch. Zum Verkaufen, zum Fischstäbchen machen. Ein Wels. Yeah. Haben wir hier noch was? Da gibt es doch noch einen Fisch, oder? Ja. Ah. Juhu. Oh, gibt es nur kleine Fische. Na gut, ich nehme auch einen kleinen Fisch. Aber das ist auch eine Art, wie man die Zeit mal ein bisschen rumkriegen kann. So ganz gemütlich, ohne viel Hektik und ohne viel Tamtam. Ja, das muss auch mal sein. Ein Saibling, yeah. Dann laufen wir jetzt am besten über den Strand wieder zurück. Dann haben wir genug Zeit vertrödelt und haben hoffentlich genug Fische gefangen. Und können dann auch wieder ins Bett marschieren. Und das nächste Mal müssen wir halt uns um die anderen Sachen auch wieder kümmern. Ja, so ist jetzt der Plan. Mal ihr Tauben. Ach, schee. Ich muss unbedingt hier Sachen verkaufen. Ich brauche dringend Geld und alles. Das geht so nicht. Ach, Mann. Warum braucht man immer so viel Zeug? Oh, die lassen sich's gut gehen da drin. Ein bisschen neidisch werde ich dann schon, ne? Aber egal. Was soll's. Irgendwie war ich der Meinung, ich müsste zum Hexenzirkel, weil da irgendwas ist. Aber, na, habe ich mich vertan. Macht ja nichts. So, beißt du nochmal an? Oder? Du. Na gut, nehme ich dich. Ich bin ja nicht wählerisch. Komm her, du. Was bist du denn? Eine Sardine. Sardine ist auch gut. Ja, fein. Und hier gibt es wieder größere Fische. Yeah. Richtig dicke Brocken. Den hätte ich dann auch gerne. Ja, danke. Und da hinter mir tappelt der Krebs rum. Sieht so süß aus. Hering, jawohl, ja. Ich kriege Hunger, wenn ich hier länger unterwegs bin. Ah, da ist noch. Ich wollte gerade sagen, wo sind die restlichen Fische alle hin? So, auch schon wieder eine Flasche. Ich will keine Flasche. Ich brauche Fisch. Eine Sardine? Ja, gut. Fein. So, dann gehen wir da unten nochmal gucken. Ah, na, hier ist nichts. Heute ist hier nichts. Haben wir hier noch? Ja. Oh nee, wir sind schon wieder entkräftet. Och nein. Okay, nee, dann lassen wir es jetzt. Dann war's das jetzt. Ach Mann. Egal. Aber wir haben ein bisschen was gemacht. Wir haben ein bisschen was geschafft. Hallo, nicht gegen die Bänke rennen. Mädel, mal langsam. Ist alles gut. So, muss ich jetzt hier noch irgendwas einsammeln, machen, tun? Ich hab irgendwie das dumme Gefühl, irgendwas habe ich heute vergessen. Aber ich weiß nicht was. Das ist so das Problem. Die Sachen waren gegossen, da musste ich auch nichts gießen. Hier habe ich auch alles abgesucht. Huhn habe ich gefüttert. Ja, gut, okay. Alles bestens. Miezekatze habe ich auch Hallo gesagt gehabt. Na gut. Wir könnten höchstens hier nochmal einsammeln. Wieder was Neues drauf machen. Einsammeln. Nochmal Neues drauf machen. Die Blumen sind in Ordnung. Kann man hier noch irgendwas Wichtiges? Kann man hier noch was machen? Ah! Ich habe vergessen, die Seidenraupe zu füttern. Das könnte es gewesen sein. Eventuell. Und wir brauchen Papier. Genau, Papier wollten wir doch machen.
Aha, so 30. So. Und damit haben wir auch wieder was erledigt. Ich wusste doch, da war doch noch was. Genau. Aha. Können wir Violett das Papier das nächste Mal bringen? Na, immerhin. Haben wir noch was getan. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Fischi... Wo renn ich denn hin? Noch ein paar Fischstäbchen machen können. Ach, ja. Uiuiuiui. Und ich muss auch mal mich irgendwann wirklich mehr mal ums Kochen auch noch kümmern. Aber irgendwie, ja, man kommt zu so wenig. Es ist halt wirklich, wie es ist. So, Fischstäbchen. Die können wir herstellen. Und was haben wir noch? Wir haben keinen immer. Wir haben kein Mehl mehr. Okay. Damit hat sich das Fischstäbchen erledigt. Oh Gott, das ist fürchterlich. So, lass mich gerade mal unten noch gucken. Habe ich hier irgendwas? Ich habe überhaupt nichts hier rein. Das geht doch wohl nicht. Dann machen wir noch ein bisschen Glaskugeltrank. Mhm. Und hier noch ein bisschen Silberessenz. Auch gut. Zack. Und das haben wir alles. Was haben wir denn hier? Mhm. Kann ich Mehl machen? Nee, ich habe keinen Weizen mehr, ne? Nee. Okay. Ja. Farbe will ich jetzt auch keine machen. Da fehlt jetzt noch was bei unserem Herbstritual. Ach ja, die Blume. Okay, dann könnten wir die Herbstzauberformel machen. Das heißt, das machen wir aber, wie gesagt, auch erst, wenn die anderen Sachen fertig sind. Ach halt, Moment. Ich wollte doch mal gucken. Schlossknackzauber. Für den Schlossknackzauber. Türen und andere verschlossene Objekte. Ich mache jetzt mal einen. Und dann werden wir beim nächsten Minenbesuch gucken, ob man damit die Truhen aufkriegt. Dann hätten wir nämlich endlich was, womit wir die Truhen öffnen können. So, und da ich jetzt müde bin, geht's ab ins Bett. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Und ja, mal gucken, was wir im nächsten Part dann alles wieder anstellen können. Es war jetzt ein bisschen chaotisch bei mir, aber ja, es ist ab und zu halt einfach mal so, ne? So, temporärer Zauber ist noch 2 Tage lang. Brauchten mal wieder einen zum Sachen einsammeln. Naja, gut, wird sich alles zeigen. Also, dann macht's gut, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!